Leute, heute sind wir wieder in der Günni & Friends Küche. Ich wurde jetzt gefragt, ob man den Sauerteig auch selber machen kann. Ich habe es auch bei meinem Film erwähnt, dass gar kein Problem ist. Und jetzt machen wir das einfach mal selber. Ich zeige, dass es ganz einfach ist. Wichtig ist, ihr nehmt ein Roggenmehl. Roggenmehl geht der Sauerteig wunderbar mit auf. Nächste wichtige ist, keine Metallschüssel verwenden, sondern Kunststoff oder Glas. Das mag der Sauerteig nicht, der reagiert mit Metall. Der Ansatz dauert 3 Tage. Jeden Tag wird der Sauerteig gefüttert mit 100 Gramm Mehl. Wie ihr seht, habe ich das schon in die Gefäße abgefüllt. Das Hauptgefäß in der Mitte habe ich mit heißem Wasser ausgespült, um jegliche sonstige Bakterien zu eliminieren. In dem Mehl, im Roggenmehl, sind Enzyme drin, die automatisch den Prozess anstoßen, dass es sauer wird. Wie gesagt, erster Tag. Wenn es mir reicht, dann stelle ich mal die Zeitrafferkamera noch hin. Dann seht ihr vielleicht, wie er arbeitet in den 3 Tagen. Tag 1. Die 100 Gramm Mehl. Und die 100 Gramm oder 100 Milliliter Wasser dazu. Und umrühre. Und so bleibt er jetzt dann stehen. Ich zeige es noch in der Nahaufnahme, wie es noch aussieht, bevor ich ihn diesen Deckel dann abdecke und dann mal meinen Zimmerplatz stellen werde. Hier wäre jetzt die Nahaufnahme. So sieht der Teig jetzt aus. Ich musste sogar 150 Milliliter Wasser nehmen, weil das Mehl so viel aufgesogen hat. Also ich gehe jetzt davon aus, dass ich jedes Mal 150 Milliliter Wasser reingeben werde. So sieht der Teig jetzt aus. Warten wir jetzt die 24 Stunden ab. So, nun sind 24 Stunden vergangen. Jetzt kommt die zweite Lage, also wieder die 100 Gramm Mehl. Erstmal 100 Milliliter Wasser, ich vermute, ich brauche 200 beinahe. Und das Ganze verrühren. Wie ihr gesehen habt, der Zeitraffer in der ersten Nacht ist eigentlich gar nichts geschehen. Keinerlei Bewegung, eine kleine Blase hat man gesehen, wo aufgestiegen ist und immer mal platzt ist. Aber das war es dann auch schon. Mal sehen, was in der zweiten Nacht passiert. Na, so 180 Milliliter waren das jetzt. Diesmal rühre ich mit dem Messer, weil ich merke, das Messer geht es einfach besser. Ich komme tiefer runter und habe noch nicht so viel
am Werkzeug hänge. So, das war's jetzt schon wieder. Ich habe jetzt noch 70 Milliliter habe ich übrig. Also nur 32 Milliliter etwa, was ich braucht habe. Bei zwei Tage. Gut, dann bis zum nächsten Tag wieder. So, nun ist der dritte Tag. Wie ihr gesehen habt, auf der Zeitraffer ist er jetzt wirklich richtig abgegangen, der Sauerteig. Somit werde ich jetzt nicht mehr so viel Wasser zugeben. Und zwar, ich nehme jetzt nur 50 Milliliter Wasser und der Rest von unserem Roggenmehl. Das Wasser immer zuerst, damit ich es leicht rühre. Seht ihr, wie blasig das Ganze jetzt vorher ist und dünnflüssiger. Und jetzt kommt das Mehl hinzu. Und man riecht es auch wirklich richtig ein säuerlicher Geruch. Jetzt ist schon ein bisschen dickflüssiger, ein bisschen sämiger, wie man so schön sagt. Mehl ist das alles drunter. Ich nehme jetzt einfach eine größere Schüssel, weil ich jetzt gerade nichts mehr anderes habe. Vielleicht finde ich noch eine Glasschüssel. Ich schaue nachher nochmal. Dann fülle ich noch um. Ja, ich zeige es euch nochmal. So sieht es jetzt aus. Und dann wollen wir sehen, was am dritten Tag auf uns zukommt. So, nun habt ihr sicherlich auf dem Video schon gesehen, wie der Sauerteig aufgegangen ist, wie er auch sein Gärmaximum erreicht hat. Er ist dann wieder zusammengefallen, etwas. Ich habe jetzt den Teig schon verbraucht, habe mein Brot gerade schon im Ofen damit. Und der Rest, was ich so noch habe, den fülle ich einfach jetzt in das Glas ab und stelle ihn in den Kühlschrank. So sieht das Ganze jetzt aus. Ist auf den Kühlschrank, wird kühl gestellt. Dann hält er wieder auf jeden Fall wieder eine Woche. Nach einer Woche müssen wir mit 50 Gramm Mehl und ein bisschen Wasser wieder anfüttern. Ja, wenn man Brot backt, dann immer die gleiche Prozedur wieder raus, bis ich mehr mit Mehl ansetze. 24 Stunden gehen lassen und schon fertig ist der Sauerteig. Ja, jetzt bedanke ich mich für euer Zusehen. Ja, auch vielen Dank für diejenigen, die mich da angefragt haben über PN, als persönliche Nachricht, wie ich den Sauerteig mache. Ja, also bis zum nächsten Mal, beim nächsten Film. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wer einen netten Kommentar da lässt, freut man sich immer, das motiviert dann wieder. Ach ja, was mir einfällt, manche, was ich jetzt frage, ja, warum YouTube-Kanal und Sauerteig und Brotrezepte? Ja, die Frage habe ich mir eigentlich auch gestellt. Ich
bin auf das Ergebnis gekommen, viele Outdoorer haben ja auch die Aufgabe des Naturschutzes, also sprich, wenn wir durch den Wald gehen, dann nehmen wir einfach den Schmutz mit und werfen einfach in die Mülltonne. Und so geht es uns auch bei vielen alten Lebensmitteln. Wir versuchen, das Lebensmittel zu schätzen und zu pflegen. Was ich jetzt gemerkt habe bei der Studie von diesen Filmen, von den alten Brote, wenn ihr noch wollt, könnt man da noch mehr zeigen, habe ich viele alte Bauersfrauen gefragt, was für Rezepte, was für Geheimtricks die haben, was sie uns noch verraten können, für sie mal ihre Aufgabe auf der Welt mehr erfüllen können. Und es war sehr erstaunlich, was dabei rausgekommen ist. Wie viele Tricks und gesunde Sachen die alte Frauen noch wissen. Somit jetzt kurz Überschwenk über den Grund. Aber sei es nicht so weit. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Tag. Ihr geht raus, wenn das Wetter mitmacht. Oder wenn es schlechtes Wetter ist, geht in die Küche und packt euch mal was Gutes. Also bis zum nächsten Mal. Euer Guinea Friends Team. So, hier noch mal ganz kurz. Ihr habt euch sicherlich gefragt, wie sieht sein Brot wohl aus? Ja, ich zeige es euch ganz kurz. Da dürft ihr euch ein bisschen Update holen. Es ist noch ziemlich heiß. Ich hoffe, dass es drehen kann. Frisch aus dem Ofen. So sieht es unten aus. So sieht es oben aus. Wie gesagt, sehr heiß noch. Gerade bei 52 Grad aus dem Ofen kalt. Und sieht lecker aus. Es darf es auskühlen und dann darf gekäse werden. Also bis dann. Ciao.